Alles schön friedlich. Eine idyllische Insel mitten im Meer. Strahlend blauer Himmel. Gut, leicht bewölkt. Vögel, die auf dieser Insel leben. Vögel, die im Flugzeug sitzen. Vögel, die nicht ganz so kultiviert sind und irgendwo umherschwirren. Ja, Friede, Freude, Eierkuchen, könnte man fast schon sagen. Doch dann holt einen die harte Realität wieder aufs Festland zurück. Man knallt auf den Boden. Und die Mission ist ein reiner Fehlschlag. Willkommen bei Wing Island. Kern des Spiels ist der Story-Modus, wo man dann auf drei Inseln eine mehr oder minder interessante Geschichte um einen Vogel erlebt, der das Geschäft seines Großvaters erbt, der irgendwie auf Reisen ist und so. Ach, keine Ahnung, ihn interessiert schon die Story. So, innerhalb des Story-Modus muss man dann diese kleinen Missionen erfüllen, die reichen von Kisten von A nach B tragen, bis über Vögel fotografieren, bis hin zu dem hier, Kühe einfangen. Die Mission schnappen wir uns auch mal. Kriegen hier die Instruktion, ja, das ist alles ganz simpel gehalten. Im Prinzip, die B-Taste wird für so ziemlich alles verwendet, was in den Missionen wichtig ist. Suchen uns jetzt noch einen Flieger aus. Ja, schön ausgeglichen, passt. Eine kurze Ladepause später. Die Ladepausen sind wirklich ziemlich kurz. Und stören nicht im geringsten. Ganz anders als das eigentliche Missionsdesign. Jedenfalls, Wing Island wird folgendermaßen gesteuert. Man neigt die V-Remote, die normal gehalten wird, je nachdem in welche Richtung der Flieger dann fliegen soll. Das Ganze benötigt ein bisschen Eingewöhnungszeit, vor allem weil das nicht alles ist. Mit dem Steuerkreuztasten oben unten beschleunigt und bremst man. Ein gewisses Normaltempo hat der Flieger allerdings immer drauf. Durch nach vorne ziehen der V-Remote führt man eine Art Turbo aus. Wenn man die V-Remote dann zurückzieht, genau das Gegenteil, eine starke Bremse. Das Problem dabei ist, dass die Kommandos häufig durcheinander gebracht werden und vor allem man für den Zeitpunkt des Turbos oder der Bremse kurzzeitig die Kontrolle verliert. Das heißt, durch das nach vorne ziehen, nach hinten ziehen, wie auch immer. Für den Zeitpunkt hat man absolut keine Kontrolle über das Flugzeug und muss jetzt erstmal, sieht man es gerade unschön auf dem Boden gelandet, die V-Remote dann plötzlich wieder hochziehen oder wie auch immer. Ja, zum eigentlichen Missionsdesign. Wir müssen immer noch diese verdammten Kühe finden. Zwei fehlen noch. Eine haben wir hier lokalisiert, die andere fehlt noch. Das ist das Problem. Wir haben zwar eine Minimap links oben, allerdings zeigt die uns nicht so direkt an, wo die Kühe sind. Nur wenn wir uns in der Nähe aufhalten. Und die Inseln mögen zwar klein sein, aber wir haben die ganze Zeit ein ziemlich knappes Zeitlimit im Nacken, wodurch das Ganze schon mal in ziemlichen Stress ausarten kann. Ja, wo ist diese verdammte Kuh jetzt? Suchen und suchen und suchen und hoffen, sie irgendwann zu finden. Das nächste Problem dabei ist, wir können das Zeitlimit bis zum Ende ausreizen, das gibt uns allerdings kein Geld. Das heißt, werden Sie gleich sehen, da kommt ein Bewertungsbildschirm. Wenn wir keine gewisse Anzahl von Missionspunkten erreichen, weil wir zu langsam sind oder so, dann gibt es einfach kein Geld. Das ist gerade deswegen ein Problem, weil man laufende Kosten hat. Durch eine etwas rabiatere Flugweise nämlich beschädigt man seinen Flieger und den muss man dann für Geld reparieren. Wenn man dieses Geld aber nicht kriegt, indem man dumm fliegt, dann hat man mehr Ausgaben als Einnahmen und das Ganze wird zu einer noch frustigeren Erfahrung. Außerdem braucht man das Geld dann noch, um neue Flieger zu kaufen oder sich eventuell neues Zubehör zu leisten, womit man dann die Statistiken des eigenen Flugzeugs in gewissen Maßen verbessern kann. Da kann man das Ding schneller machen, ist leichter machen, wie auch immer. Und das alles verschlingt natürlich noch einen Haufen mehr Geld. Jetzt eine andere Mission. Hier sollen wir einen Waldbrand löschen. Und wir kommen zum nächsten schlimmen Teil von Wing Island, nämlich der Formationsflug. Soweit ist alles ganz simpel in dieser Vorformation. Nichts Besonderes, ist gleichmäßig wendig wie schnell. Aber das ist natürlich nicht die einzige Formation.
So könnte man durch die gedrückt gehaltene A-Taste und diverse V-Remote-Bewegungen dann zwischen den einzelnen Formationen wechseln. Zum Beispiel hier durch A gedrückt halten und nach vorne schieben der V-Remote wechseln wir in die Linienformation. Damit sind wir zwar etwas schneller, dafür aber weniger wendig, was für diese Mission gerade ein bisschen unpraktisch ist. Deswegen wechseln wir in die Kreisformation, womit wir wendiger, aber auch langsamer sind. Dazu hält man die A-Taste gedrückt und wedelt die V-Remote nach links oder nach rechts. Auch hier ist das Problem die Ungenauigkeit. Die Kommandos werden häufig schon mal verwechselt. Und das wird jetzt bei dieser Brandlöschungsmission gerade nicht so zum Problem. Hier allerdings schon, denn bei diesem Wettbewerb, wo man einen Ballon zerplatzen lassen muss, fliegt man quasi auf eine Ideallinie und die setzt voraus, dass man häufig zwischen den Formationen wechselt. Wenn das allerdings nicht richtig funktioniert, und das sind teilweise richtig schwierige Sachen dabei, dann kann das schon mal zu einer richtig frustigen Erfahrung werden. Hat man erstmal die Grundmission einer jeden Insel hinter sich gebracht, wartet noch ein kleiner Bossauftrag. Die stellen ja so ziemlich das Highlight von Wing Island dar und werden mit einer kleinen netten Intro-Sequenz begonnen. Und schon geht's auch los. In dieser Mission sollen wir diesen Felsbrocken aus dem Weg räumen. Dazu haben wir Sprengladungen dabei und schmeißen die fröhlich auf die drei Arme des Felsens ab. Ja, das war's. Ja, so spannend die drei Bossaufträge auch sind, es reicht im Prinzip nicht. Gerade, es gibt nur drei Inseln, das heißt genau drei Bossaufträge. Und das ist zu wenig. Diese drei Inseln hat man locker in gut 3 Stunden geschafft. Und die Bonusaufträge dahinter, die sind entweder höllisch schwer oder einfach nicht motivierend genug. So, mit der Motivation hat Swing Island nicht so wirklich, was das Hauptspiel angeht. Aber na gut. Es hat wenigstens noch andere Qualitäten, wie zum Beispiel den freien Modus. Hier kann man sich dann so nach Lust und Laune austoben, ohne nerviges Zeitlimit, ohne nervige Aufgaben, die man nicht lösen kann. Das Doofe ist nur Formationsflug wieder. Das Spiel hat auch einen Zweispieler-Modus, der ist wirklich nicht der Rede wert. Er macht dann eigentlich überhaupt keinen Spaß. Ja, und bevor ich euch mal zeige, wie man auch den freien Flugmodus nochmal alleine genießen kann, weil man kann leider nicht wählen, ob man Formationsflug oder Einzelflug machen möchte. Schon mal mein Fazit. Wing Island ist mit 60 Euro definitiv überteuert, mit 30 Euro immer noch zu teuer. Im schlimmsten Fall sollte man dafür echt nicht mehr als 10 Euro ausgeben. Es sei denn, man steht auf ziemlich kurze Spiele, deren Hauptfaktor hinterher nur noch der Entspannungsfaktor ist. Weil es bietet einfach zu wenig fürs Geld. Also diese drei Inseln hat man, wie gesagt, rasch durchgespielt. Teilweise treiben einen die Missionen zur Weißglut. Das ist... Also es ist definitiv nicht den Vollpreis wert. Aber sollte man im ruhigen Spieltempo was abgewinnen können und das Spiel eben günstig kriegen können, dann riskiert mal ruhig einen Blick. Also solange es gedauert hat, hat es mir durchaus Spaß gemacht. Nur eben nicht im Formationsflug. Deswegen werden wir uns jetzt auch mal um meine Kameraden da kümmern. Hehe. Um sie loszuwerden im freien Modus, schleift man sie nämlich einfach mal in der Kreisformation ein bisschen über den Boden. Ich weiß, das ist gemein, aber hey, wenn einen das Spiel keine andere Wahl lässt. Übrigens, was mich auch noch ein bisschen stört an den Kollegen, an den Flügelmännern, ist, sie haben keine Persönlichkeit. Sie werden im Handbuch erwähnt, schön erklärt und so weiter und so fort, aber in der Story haben die keine Rolle. Da lobe ich mir doch lieber Spiele wie Star Fox, da haben die Flügelmänner wenigstens Persönlichkeit. Aber na gut, jetzt sind wir die los, sind alleine unterwegs und haben unseren Spaß. Definitiv der beste Teil von Wing Island. Jo, und damit möchte ich mich von euch wieder verabschieden. Man hört sich sicherlich irgendwann andermal noch. Bis denne. Tschüss.